Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach in wenigen Schritten super leckeren Kinderriegellikör selbst herstellen könnt. Ihr benötigt für etwa 1 Liter Kinderriegellikör 450 ml Milch, 300 ml Sahne, 50 Gramm Zucker, 2 Eier, 7 Kinderriegel, davon die großen, und 150 ml Wodka. Nehmt euch einen Topf zur Hand, gießt dort 100 ml Milch hinein, gebt den Zucker sowie die Eier und die 7 Kinderriegel hinzu und verrührt alles bei geringer Hitze so lange, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Hiernach gebt ihr die restliche Milch hinzu, die Sahne und die 150 ml Wodka. Wenn ihr natürlich einen stärkeren Likör mögt, dann gebt einfach noch ein bisschen mehr Wodka hinzu. Aber bei 150 ml ist die Mischung, wie ich finde, sehr schön, weil man einfach auch noch wunderbar die Kinderriegel herausschmeckt. Danach verrührt ihr nochmal alles gut miteinander. Ihr könnt die Herdplatte nun ausschalten und lasst den Topf einfach nochmal für etwa 10 Minuten auf der warmen Platte stehen. Nach den 10 Minuten füllt ihr den Likör in verschließbare Flaschen. Ich habe da nochmal von dem Papier von den Kinderriegeln etwas ausgeschnitten, damit das einfach ein bisschen ansprechender aussieht. Und im Kühlschrank hält sich das Ganze dann etwa eine Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!